Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Im letzten Part haben wir die Delta-Episode abgeschlossen und ich kann euch ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, was wir heute machen, denn normalerweise ist es ja so, dass man nach der Pokémon-Liga wieder in seinem Zimmer ist, zu der Mutter geht und dann irgendwie quasi so ein paar Anweisungen bekommt, was man jetzt machen kann und so weiter. Da aber die Delta-Episode direkt im Anschluss an die Credits kam, haben wir das ja noch gar nicht erlebt und deswegen vermute ich einfach, wenn ich jetzt runtergehe, dass dann irgendwas passiert, dass mir irgendwas gesagt wird, vielleicht auch genauso wie in den Originalspielen, da wird uns ja auch so ein bisschen was von unseren Eltern gesagt. Mal gucken, deswegen kann ich euch nicht genau sagen, was wir heute machen werden. Aber ich muss sagen, jetzt so in diesem Zimmer zu stehen mal wieder, ich meine, das ist jetzt ja auch schon ewig her, dass wir hier standen und unsere Reise begonnen haben, es ist irgendwie ein interessantes Gefühl. Quasi, dass jetzt wie so ein neuer Anfang. Ich meine, das Ende der Delta-Episode war ja auch irgendwo ein Ende und auch wieder ein Anfang, zumindest für Amalia zum Beispiel. Und das ist jetzt quasi unser neuer Anfang, hier so ein bisschen wieder in diesem Zimmer zu starten und zu schauen, was noch für Abenteuer auf uns warten. Mal gucken. Ah, genau. Guten Morgen, Svenja. Du musst ganz schön kaputt gewesen sein, du hast geschlafen wie ein Kleinstein. Oh, fast vergessen. Ein Mr. Brack hat mir das hier geschickt. Ah ja, genau, das bekommen wir ja in Rubin und Saphir und Smaragd auch. Deswegen, damit habe ich jetzt auch eigentlich gerechnet. Das Bootsticket. Ein Bootsticket. Soweit ich weiß, gibt es in Graffipod City und Seegras Ulb eine Anlegestelle für Fähren. Svenja, wenn du schon den Ehrgeiz eines wahren Trainers hast, dann nimm die Fähre zum Kampfresort. Dort wirst du merken, dass man als Trainer niemals ausgelernt hat. Ich gehe dann mal zurück in die Arena in Blütenburg. Danke, dass du dich hier um alles kümmerst. Ach, dein Vati ist mir vielleicht einer, hat immer nur die Arbeit im Kopf. Er sollte sich lieber mal ausruhen, aber so ist er eben. Ja, also in Rubin und Saphir konnte man ja mit der Fähre zwischen Graffiport und Seegras Ulb City hin und her fahren. Und in Smaragd konnte man damit ja zur Kampfzone fahren. Deswegen, ich habe schon erwartet, dass man damit jetzt auch wieder fahren kann mit der MS Tide. Aber Kampfresort? Also die Kampfzone haben sie hier nicht eingebaut, das weiß ich ja. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, was dieses Kampfresort sein soll. Hilfe! Ich habe gerade irgendwie ein Déjà-vu. Das passt gerade zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, von wegen Neuanfang und so. Hilfe! Er wird von... Hier gibt es überhaupt keine Knills im hohen Gras. Lüge! Oh, das ist doch Svenja. Hilfe, bitte hilf mir. Schau in meinem Beutel, dort findest du ein paar Pokebälle. Ich habe selber Pokémon. Oh! Oh! Oh nein! Ich krieg die Yoto-Starter. Oh! Ich habe gerade aber echt voll das Déjà-vu. Das erinnert mich total an den ersten Part dieses Projektes, aber... Erstens, wie gesagt, warum wird er von einem Knilz gejagt? Das ist so die erste Sache. Und dann, ich habe eigene Pokémon. Ich könnte das Knilz ziemlich schnell in die Flucht schlagen, aber... Oh! Oh nein! Wir haben das Pflanzen-Pokémon Endivir, das Feuer-Pokémon Feurigel und das Wasser-Pokémon Kanimani. Ihr kennt mich, ne? Ich liebe Feurigel. Ich würde es am liebsten in mein Team aufnehmen, aber ich habe ja schon ein ziemlich tolles Team von daher gesehen. Aber Feurigel! Ja, bitte. Oh, es ist so süß. Puh, dieses Knilz ist zum Glück friedlicher, als ich angenommen hatte. Als Dank dafür, dass du mir helfen wolltest, schenke ich dir das Pokémon, das du eben ausgewählt hast. Es stammt aus der Johto-Region. Yay! Ich liebe Feurigel. Bester Johto-Starter für mich. Ah, es wurde in den PC geschickt. Dann bis bald. Ich habe das Gefühl, wir werden uns hier nochmal begegnen. Okay, werden wir das? Dann will ich jetzt immer mal eben irgendwo hinfliegen, weil ich habe, glaube ich, auch noch Rayquaza im Team von der Delta-Episode. Das muss dann vielleicht doch nicht sein. Gehen wir auch mal hier hin, ist ja egal. Also in X und Y haben wir ja auch noch einen Starter bekommen. Also zum einen die Kanto-Starter und zum anderen nach der Hauptgeschichte noch einen zweiten Kalos-Starter. Ich finde es cool, dass wir hier dann auch noch einen Johto-Starter bekommen. Nee, danke. Ich hätte jetzt aber gerne Chris wieder im Team. Das fände ich sehr schön. Danke.
So, unsere Box ist auch schon ziemlich voll. Wir können ja mal Rayquaza hier neben Heatran setzen. Passt nicht ganz, es müsste vielleicht zu Kyogre, aber ansonsten Kyogre, Raikou Entei Suicune, Latias, Lugia, die ganzen Regis. Wobei eigentlich müsste neben Heatran ein anderes Pokémon, also finde ich persönlich. Ich habe keine Lust, die jetzt alle umzuordnen, also bleibt das so. Und dann Boreos, Voltolos, Demeteros. Sieht schon echt cool aus. Und Feurigel auf Level 5, so cool. Aber ich möchte ganz gerne Chris haben. Aber du kannst neben Silas. Ich glaube, ihr versteht euch ganz gut. Ihr habt so ungefähr die gleiche Größe. So niedlich. Und ihr seid beide mild. Das passt doch eigentlich ganz gut. Okay, hätten wir das auch wieder. Wir könnten jetzt natürlich auf die MS Tide oder Tide, aber ich spreche es mal Englisch aus. Allerdings würde ich ganz gerne vorher noch was anderes machen, denn wir hatten jetzt ja die Delta-Episode mit ziemlich viel Action. Und es stehen ja auch noch einige legendäre Pokémon auf dem Programm, die ich ganz gerne fangen möchte, wie ich euch ja schon gesagt habe. Und damit möchte ich jetzt ganz gerne anfangen, weil im Rahmen der Afterstory gibt es ja jetzt nicht mehr so viel zu erledigen. Also ich möchte auf jeden Fall auf das Schiff natürlich, ich möchte zum Kampfresort und gucken, was es damit auf sich hat. Ich habe keine Ahnung. Ich möchte noch ein paar Megasteine sammeln auf jeden Fall und die Liga-Rematches machen. Das sind so die Sachen, die jetzt für mich noch auf dem Programm stehen. Ich weiß nicht, ob noch irgendwas dazukommt. Aber es stehen auch noch sehr viele legendäre Pokémon auf dem Programm. Ich glaube so um die 10 oder so. Und die will ich natürlich nicht alle hintereinander machen, sondern so ein bisschen dazwischen einbinden, dass wir immer so ein bisschen Abwechslung haben. Und deswegen würde ich jetzt ganz gerne nach der Delta-Episode damit anfangen, wieder auf die Jagd nach Legis zu gehen. Ja, ich weiß, wir hatten Rayquaza in der Delta-Episode, das stimmt schon. Deoxys zähle ich jetzt mal nicht mit, das war ja ein sehr kurzer Auftritt. Aber trotzdem, wir hatten jetzt schon ein bisschen länger keinen Legi-Part mehr wirklich und deswegen will ich das jetzt auf jeden Fall ganz gerne mal wieder nachholen. Deswegen fangen wir heute damit an, wieder ein paar Legis zu fangen und dann können wir beim nächsten Mal, denke ich, auf die MS Tide, wenn sie immer noch so heißt, aber ich gehe davon aus. So der Plan. So. Hui, es gibt ja auch noch einige Geheimnisse zu erkunden. Und heute will ich ganz gerne mal dorthin. Zur unerforschten Höhle, die haben wir ja schon des Öfteren gesehen von Weitem. Also diesen wunderbar rot leuchtenden Klecks da. Ja, bitte. Wird endlich Zeit, dass wir da mal nachschauen. Achso, und Deoxys werden wir natürlich auch noch fangen. Ich weiß mittlerweile, dass man ihn noch fangen kann, wenn man sich in der Delta-Episode versaut hat. Von daher gesehen, holen wir das auch noch nach. Allerdings nicht sofort. Das Ding hat ja Level 80 gehabt, deswegen würde ich vielleicht gerne noch ein bisschen warten, bis ich ein paar Level höher bin. Aber wir werden es auf jeden Fall noch fangen. Genau wie ganz viele andere Legis. Kai ist vorne, das ist, glaube ich, gut. Hast du wieder die Donnerwelle? Moment. Bin mir jetzt gerade... Ja, okay. Alles gut. So. Dann wollen wir doch mal schauen. Unerforschte Höhle. Sonst ist hier wahrscheinlich nichts. Nein. Okay, dann wollen wir doch mal. Reine Luft weht umher. Sie stimmt dich fröhlich. Sie stimmt mich fröhlich? Ja, und ich glaube, die Leute, die Diamant, Perl und Platin gespielt haben, und ich glaube auch Schwarz und Weiß 2, da war das, meine ich, auch auf dem Boden zu sehen, das Symbol, oder? Ich meine, in dieser einen Höhle am Anfang, wo man das ganze Event auslösen musste. Auf jeden Fall werdet ihr dieses Symbol eventuell kennen. Das soll quasi die Sinnoh-Region darstellen mit ihren drei Seen. Also dem See der Stärke hier oben, dem See der Kühnheit hier und dem See der, oh, verdammt, Wahrheit, glaube ich, hier links. Habe ich auch irgendwie nicht von Anfang an gecheckt, dass es das sein soll, aber ja. Ich werde mal eben kurz speichern. So, hätten wir das auch, falls wir uns das jetzt versauen. Und dementsprechend kann man sich wahrscheinlich auch denken, welche legendären Pokémon uns hier begegnen. Dann schauen wir doch mal. Aber ich finde es cool, dass sie dieses Symbol auf dem Boden gemalt haben. Das gehört einfach dazu. Ja, bitte. Oh, die Musik ist so toll. Hallöchen, Vesprit. Ich überlege gerade,
Ich hatte jetzt nicht mit Vesprit gerechnet, um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall können wir hier Selfe Vesprit oder Vespri, aber ich spreche es weiter Vesprit aus, und Tobuts fangen, in dieser Höhle hier. Was ich ziemlich cool finde, ich mag das Seentrio total gerne. Vesprit noch am allerliebsten. Und es ist so angenehm, dass es hier kein Wander-Pokémon ist. Ich fand das früher immer so nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, ich mag das Trio echt gerne und ich bin froh, dass man das hier fangen kann und dass, wie gesagt, das Symbol auf dem Boden auch wieder dabei ist und dass sie ihre Kampfmusik haben. Richtig toll. Die drei haben mir so ein paar Probleme gemacht in meinem Platin-Let's Play, wenn sich da jemand dran erinnert. Aber mal gucken, wie es hier jetzt so wird. Das macht ziemlich viel Schaden. Aber ich denke mal, ich bin schneller. Ja, gut. Wollen wir dich erstmal paralysieren? So, ich denke mal, den Donnerblitz wirst du ja wohl aushalten. Wie gesagt, wir werden noch einige legendäre Pokémon fangen. Also, wie gesagt, um die 10 Stück sind das, glaube ich. Oh, das finde ich ja sehr nett. Aber ich will die jetzt nicht alle hintereinander fangen. Da habe ich ja schon oft genug erklärt, das finde ich einfach doof. Deswegen, mal gucken. Wir werden heute Vesprit fangen, eventuell auch noch Selfe oder Tobuts, wenn es zeitlich passt. Und dann mal gucken, ob wir das dritte dann vielleicht auch beim nächsten Mal fangen und dann schon mit dem Schiff anfangen. Irgendwie so. Ich werde mir da schon eine schöne Reihenfolge überlegen, keine Sorge. Aber ich will sie ja nach wie vor alle fangen, von daher gesehen mache ich das auch. Und ich habe jetzt einfach random mit dem Seentrio angefangen. Ich hätte auch irgendwelche anderen fangen können. Aber nö, es war Zufall. Generell die ganze Reihenfolge mit meinen Legis ist Zufall gewesen bis dato und ist es auch weiterhin. Die haben ja alle ungefähr ein Level, außer die Oxys. Das will ich möglichst ans Ende schieben bei Level 80. Fun Fact, hier hinzukommen, muss man mit Überflieger zwischen Moosberg und Xenoreville unterwegs sein und ich glaube drei Pokémon mit maximalem Freundschaftswert dabei haben. Ist auch eine interessante Bedingung, hat man aber natürlich am Ende vom Spiel sowieso. Deswegen ist es auch kein Problem. Und eigentlich ist es zeitlich bedingt. Das heißt, man kann alle drei Pokémon innerhalb von 24 Stunden hier antreffen, aber immer zu verschiedenen Zeiten. Und ich hatte mir eigentlich aufgeschrieben, dass ich jetzt hier auf Tobuts treffen müsste. Deswegen war ich gerade etwas irritiert, dass es doch Vesprit ist. Dann habe ich das wahrscheinlich einfach falsch aufgeschrieben. Kann ja mal passieren. Ja. Auf jeden Fall sind die Zeitfenster auch verschieden. Also bei manchen ist es einfach... Also ich hatte mir aufgeschrieben, bei Selfie ist es nur eine Stunde und bei Tobuts ist es ein wesentlich größerer Zeitraum. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber wie gesagt, das kommt jetzt irgendwie nicht mehr so ganz hin. Entweder habe ich mich da falsch informiert oder die Uhr von meinem 3DS hat sich aus irgendeinem Grund umgestellt. Ich habe keine Ahnung, ich werde gleich mal nachgucken. Ja, wie gesagt, die Zeitfenster sind nicht gleich groß. Deswegen muss man da so ein bisschen aufpassen. Und vor allen Dingen noch ein ganz wichtiger Tipp vielleicht für euch. Sorry Kai, wenn ihr die Uhr von eurem 3DS umstellen wollt, um irgendwelche legendären Pokémon heraufzubeschwören, dann passt auf jeden Fall auf. Denn wenn ihr die Uhr umgestellt habt, oder auch das Datum, ich denke, das dürfte auch das gleiche sein, dann dauert es 24 Stunden, bis das Spiel das wirklich angenommen hat. Das heißt, wenn ihr jetzt quasi mogeln wollt und die Uhr vorstellt, um dann auch Selfe oder Tobuts fangen zu können, wenn ihr jetzt hier Vesprit habt, dann wird das nicht funktionieren. Weil euer 3DS oder das Spiel sich nicht verarschen lässt. Also am besten wirklich warten. Oder ihr müsst, wie gesagt, Uhr umstellen und 24 Stunden warten, bis es wieder funktioniert. Also das ist ein bisschen gemein, das finde ich aber eigentlich auch ganz gut, dass man das Spiel da nicht veräppeln kann mit der Uhrzeit. Nur so zur Info. Aber mal gucken. Wäre nett, wenn Vesprit sich jetzt fangen lassen würde. Die anderen Legis waren ja auch halbwegs nett zu mir. Dann können wir heute vielleicht sogar noch Selfe oder Tobuts fangen. Das wäre doch ganz nett. Ich muss aber dazu sagen, wenn ich jetzt wirklich den halben Tag warten muss, bis ich das nächste fangen kann, dann wird es vermutlich so laufen, dass ich jetzt gleich nach dem Fangversuch einen Schnitt setze. Ja, das werdet ihr da auch gleich sehen. Danke, Vesprit! Ich erzähle gleich weiter. Ist kein Problem. Kann ich mitleben. So, Vesprit, Emotion, Psycho, 0,3 Meter und... Oh, 300 Gramm schwer, das ist echt nicht viel.
Es schläft auf dem Grund eines Sees. Man sagt, sein Geist verlasse den Körper und fliege über den See. Das haben wir sogar im Anime, glaube ich, auch gesehen, ganz am Anfang von Sinnoh. Vesprit, das fühlende Wesen. Sehr schön. Gut, dann gehe ich auch mal hier wieder raus. Ich werde gleich natürlich einen Schnitt setzen, weil ich die anderen beiden jetzt nicht direkt im Anschluss fangen kann, zeitlich bedingt. Es könnte sein, dass ich dann erstmal weiter aufnehme. Und sobald die Uhrzeit dann passend ist, dann komme ich wieder hierauf zurück und fange dann das nächste Pokémon. Also, wenn ich gleich nach dem Schnitt ein bisschen höher vom Level her bin, dann wundert euch nicht, dann liegt es einfach daran, dass ich in der Zwischenzeit ein bisschen weiter aufgenommen habe. Also die Parts, die jetzt danach kommen, ist ja nicht weiter schlimm. Nur ich habe jetzt keine Lust, hier den ganzen Tag zu warten und dann hier weiter aufzunehmen, weil ich habe echt Lust, dieses Spiel gerade zu spielen. Deswegen, wie gesagt, wundert euch nicht, ich nehme dann schon mal weiter auf und komme dann auf diesen Part hier zurück, sobald die Uhrzeit passend ist. Dementsprechend würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich auch schon wieder und es ist wie angekündigt auch ein bisschen Zeit vergangen. Das heißt, ich habe Vesprit vor ein paar Tagen gefangen und weil ich die letzten Tage abends nie so Zeit hatte, mache ich das eben heute dementsprechend, habe ich schon ein bisschen was in der Zwischenzeit aufgenommen. Die Parts seht ihr dann immer die nächsten Tage einfach. Nicht, dass ihr euch jetzt wundert, dass ich vom Level her ein bisschen höher bin, aber da ich hier so ein bisschen an die Zeit gebunden bin, hat sich das einfach so ergeben und ja, ist ja auch nicht weiter schlimm. Reine Luft weht umher. Sie sorgt dafür, dass du einen klaren Kopf bekommst. So, hier haben wir diese wunderschöne Pfütze. Und dann mal gucken. Ich möchte ihn mir näher ansehen, ja. So, Hallöchen. Selfe. Selfe kann man hier immer zwischen 20 und 21 Uhr antreffen. Also ist eine sehr, sehr kurze Zeitspanne. Ich glaube sogar die kürzeste bei den dreien. Und ja, ich habe doch bestimmt noch... Ja. Wie gesagt, ich habe Vesprit gefangen. Ich habe auch festgestellt, ich habe mich vertan. Ich habe Vesprit und Turbots in meiner Planung so ein bisschen vertauscht. Also Vesprit kann man zwischen 4 Uhr morgens und 19.59 Uhr antreffen, also eigentlich den ganzen Tag. Während man Selfe, wie gesagt, von 20 bis 21 Uhr antreffen kann und Turbots wiederum von 21.01 Uhr bis 3.59 Uhr morgens. Also es ist, wie gesagt, etwas komisch, dass die Zeitspannen unterschiedlich sind und, wie gesagt, Uhr umstellen und das Spiel so ein bisschen veräppeln funktioniert nicht so gut. Da muss man dann ein bisschen warten, deswegen habe ich mich einfach an die Zeiten gehalten. Und normalerweise nehme ich abends einfach nie auf. Ich weiß nicht, das ist nicht so meine Zeit, da habe ich anderes zu tun. Deswegen habe ich Vesprit gefangen, habe dann, glaube ich, noch, ich weiß nicht, 3 Parts oder so aufgenommen, die ihr, wie gesagt, die nächsten Tage dann auch sehen werdet und Selfe packe ich da quasi nachträglich in diesen Part jetzt hier rein. Das ist, wie gesagt, glaube ich, auch nicht weiter schlimm. Ja. Außer, dass ich vielleicht jetzt ein paar Level höher bin und dem Ding immer noch kaum Schaden mache. Es ist schon so ein bisschen nervig, dass Kai immer einschläft und, ja, na gut. Das könnte ein bisschen nervig werden. Nee, auf jeden Fall haben wir ja Vesprit gefangen, jetzt Selfe. Ich würde dann ganz gerne im nächsten Part Turbots fangen, natürlich. Direkt am Anfang. Und vielleicht auch noch irgendein anderes legendäres Pokémon, wenn da noch die Zeit dafür da ist. Mal gucken. Aber das ist so mein Plan. Oh, dieser Gähner ist so nervig. Wie viel Schaden macht der Seher? Schon ordentlich was. Aber gut, wir können es langsam runterschwächen. Ich hoffe nur, da kommt kein Volltreffer, weil das könnte ein bisschen wehtun. Ah ja, ich hatte wieder einen Gähner abbekommen. Genau. So. Das Selfe sieht so richtig dörpig aus oder so schläfrig. Ich überlege gerade Selfe. Ich glaube, ich werde mich mal Rauswolt wechseln, sonst bin ich gleich K.O. Also Vesprit war das fühlende Wesen. Selfe war das wissende Wesen. Und, Turbots war das starke Wesen, soweit ich weiß. Holen wir dich mal raus und dann werde ich auch mal anfangen, Bälle zu werfen. Ich könnte noch ein paar Thronenhieb machen, ich habe aber einfach Angst, dass ich es irgendwie aus Versehen besiege. So, wie viel Schaden macht der Seher? Ja, gut. Dann wollen wir doch mal Bälle. Dürfte ich noch ein paar haben? Ja. Gut. Ich weiß ja auch mittlerweile, ich hatte ja
abgesehen von Kyogre, ziemliches Legi-Glück. Ich weiß mittlerweile, dass es bei Rayquaza eigentlich, ja, nicht so viel Glück war, weil die Fangrate von Rayquaza einfach hochgesetzt worden ist, habt ihr mir gesagt. Deswegen war das nicht ungewöhnlich, dass ich so schnell gefangen habe. Ich bin da trotzdem stolz drauf. Ich habe manchmal auch bei Pokémon mit hohen Fangraten echt Pech. Bei den anderen Legis habe ich vermutlich einfach wirklich Glück gehabt. Weil da ist die Fangrate nicht hochgesetzt worden. Also da bin ich doch sehr glücklich mit, dass ich das teilweise so gut hinbekommen habe. Wobei, da gehört ja nichts zu. Also, ja, das ist ja wirklich nur Glück. Ist ja nicht so, dass man da irgendwie groß was zu beitragen kann. Von daher gesehen. Aber Selph ist so ein Pokémon, was mich sehr gerne immer ärgert. Wenn ich es fangen möchte. Aber nun gut. Gucken wir doch mal. Da bei diesem Projekt jetzt nicht mehr so viel auf dem Programm steht, sprich einige legendäre Pokémon, Liga-Rematches, MS Tide und so weiter, Kampfresort, es ist nicht mehr so viel. Also das Projekt wird wirklich in absehbarer Zeit enden, deswegen habe ich mir schon eine kleine Liste gemacht, was ich gerne noch machen möchte. Und da stehen auch einige Legis drauf, wie zum Beispiel das Seetrio hier. Problem ist nur bei manchen Legis oder bei vielen, dass man sie nicht einfach jederzeit antreffen kann. So wie zum Beispiel, nehmen wir mal Heatran. Heatran ist immer in der Sonnengrotte. Du kannst da jederzeit hin, es ist immer da, kein Problem. Beim Seetrio zum Beispiel musst du schon so ein bisschen auf die Uhrzeit gucken. Das ist dann natürlich schon, ja, ein bisschen schwieriger, weil wie gesagt, Vesprit hat so eine unglaublich große Zeitspanne und die anderen beiden haben halt, ja, zeitlich gesehen, das ist ein bisschen doof gelegt für mich. Dann gibt es wiederum Pokémon, die es nur an bestimmten Wochentagen gibt. Oder Pokémon, die sich an Orten befinden, die nicht jeden Tag da sind, sondern random einfach irgendwann mal auftauchen. Das ist natürlich alles wunderbar. Deswegen muss ich mich aufnahmetechnisch da so ein bisschen nachrichten, ob ich Glück habe, ob ich aufnehmen kann oder nicht. Das ist ein bisschen doof. Ich muss ganz ehrlich sagen, generell bei Let's Plays, so die Afterstory ist meistens immer so ein bisschen am schwierigsten aufzunehmen, weil am Anfang, du läufst einfach jetzt durch die Höhenregion von einer Stadt zur nächsten und du kannst einfach immer weiter aufnehmen, ist kein Problem. Wenn du aber gegen Ende des Spiels angelangt bist, so wie in diesem Fall, da bist du halt so ein bisschen abhängig von den legendären Pokémon, wann die auftauchen und so weiter. Und das ist auch in anderen Projekten so, wenn du zum Beispiel noch viel trainieren musst für die Pokémon-Liga oder für die Rematches, wenn du bestimmte Sachen zeigen willst und du musst dich darauf vorbereiten, wie jetzt in Pokémon Schwarz 2 zum Beispiel, das PvT oder so. Oder auch in Pokémon XD am Ende, wie ich den restlichen Duellberg gemacht habe, wo du dann auch ziemlich viel trainieren musst vorher teilweise. Also gegen Ende des Spiels kommen dann all diese Sachen, die halt nicht mehr so einfach zu zeigen sind oftmals. Und dann, das geht zumindest mir immer so, dass es dann immer ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt, das alles aufzunehmen. Und du hast nicht mehr wirklich eine lange Aufnahmesession, sondern immer mal so Schnipsel. Deswegen, aber es ist auch nicht schlimm. Wollte es nur mal erwähnt haben. Sehr schön. Ging doch eigentlich ziemlich schnell. Und wie gesagt, nicht wundern, wenn im übernächsten Part meine Level wieder ein bisschen niedriger sind, weil wie gesagt, ich habe schon ein bisschen weitergespielt, aber das spielt ja für die Fangversuche keine Rolle. Selfe, Wissen, Psycho, 0,3 Meter und 0,3 Kilo. Man sagt, dass durch sein Auftauchen Menschen die Intelligenz erhielten, ihr Leben zu verbessern. Okay. Nein, danke. Gut, gut. Dann hätten wir Selfe auf jeden Fall auch gefangen. Das ging recht schnell. 7 Minuten, wenn ich jetzt mal die Anmoderation und so weiter weglasse. Diese Lichteffekte sind auch sehr schön. Ja, dann waren wir doch heute wieder ziemlich erfolgreich. Finde ich gut. Und ja, dann würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.